Es hat ein wenig gedauert, doch endlich, 40 Jahre nach ihren ersten beiden Alben, schaffte es die Rockband Kiss auf das Cover des berühmten Musikmagazins Rolling Stone. Und schaut man sich die Jungs so an, könnte man denken, sie seien für immer jung geblieben. Das liegt aber lediglich daran, dass das Bild aus dem Jahr 1975 stammt und die Band in ihrer Originalbesetzung zeigt. Leider gibt es zwischen den alten Herren des Rock aktuell Stress. Zwei der alten Garde, Gene Simmons und Paul Stanley, streiten sich mit ihren alten Bandkollegen Ace Frehley und Peter Criss herum, da diese die Band 1998 wegen Alkohol- und Drogenproblemen verlassen mussten. Und das kurz vor ihrem Auftritt in der Rock'n'Roll Hall of Fame, in die sie am 10. April aufgenommen werden. Für Simmons steht fest, Criss und Frehley werden in keinem Fall dabei sein. Sie haben es nicht mehr verdient, unsere Schminke zu tragen. Der Rock'n'Roll geht also weiter.